Eurovision Schlagerfestival 1978, das in diesem Jahr aus dem Palais des Congrès in Paris übertragen wird. Der 23. Grand Prix Eurovision de la Chanson, an dem in diesem Jahr 20 Eurovisionsländer teilnehmen, wird in 34 Staaten zum Teil über Satelliten direkt übertragen. Dieser Sängerwettbewerb bedeutet zugleich aber auch eine enorme Werbung für das Land, das ihn ausrichtet. Deshalb lassen es sich die Franzosen nicht nehmen, einige Postkartenbilder von Paris über die Bildschirme von Hamburg bis Hongkong flimmern zu lassen. Mit einem der berühmten Ausflugsboote, den Bateau Mouge, fährt die Kamera an den Quais der Seine entlang, fängt die Kathedrale Notre-Dame ein, seit den Tagen de Gaulles frisch gereinigt vom Staub der Jahrhunderte. Leider vermitteln diese Bilder, so hübsch sie auch sein mögen, einen etwas sterilen Eindruck dieser lebendigen Stadt. Sie geben nichts wieder vom Flair und von der Atmosphäre von Paris, die man mit der Aprilluft nicht nur auf den Champs-Élysées oder in Saint-Germain-des-Prés schnuppern kann, sondern an jeder Straßenecke, in jedem x-beliebigen Bistro. Denn Paris lebt in seinen Seitenstraßen und Gassen, in seinen Hunderten von Boîtes, Bistros und Restaurants. In den Restaurants vor allem, die, auch das kleinste und abgelegenste, den Ruhm der französischen Küche hochzuhalten versuchen. April in Paris hieß vor Jahren ein amerikanischer Schlager. Nun, in diesem Jahr hat sich der April in Paris nicht von seiner allerbesten Seite gezeigt. Es war regnerisch und kühl. Nur sporadisch schien die Sonne auf die Spaziergänger im Jardin du Luxembourg oder die Liebespärchen am Seineufer. Der Eiffelturm blickt auf die Springbrunnen des Palais Chaillot herab, das für die Weltausstellung 1937 gebaut wurde und das den Vereinten Nationen als Sitz diente, bevor sie nach New York zogen. Die bizarren Gebilde, die jetzt auftauchen, das sind die Lichter der Autos auf den Champs-Élysées. Es ist aus der Ferne, etwa vom Arc de Carrousel aus, immer wieder faszinierend zu beobachten, wie sich die roten und gelben Linien der Wagenlichter auf dieser Prachtstraße hinauf und hinunter schlängeln. Und hier, unweit vom Arc de Triomphe, ist auch das Palais de Congrès gelegen, an der Porte Maillot, das Palais de Congrès, in dessen Auditorium in wenigen Minuten der Grand Prix Eurovision de la Chanson 1978 über die Bühne gehen wird. Dieses Auditorium ist wie ein Amphitheater angelegt. Von allen 4000 Plätzen aus kann man nicht nur vorzüglich sehen, sondern auch sehr gut hören. Und darum geht es ja bei diesem Wettbewerb in erster Linie. Um das Lied, um den Schlager, um das Chanson. Präsentiert wird dieses Programm von Denise Fabre, einer Sprecherin der Radio-Télévision Française, und Léon Citron, einem der bekanntesten Fernsehjournalisten Frankreichs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Ici Paris, et bonsoir aux centaines de millions de téléspectateurs et téléspectatrices de l'Eurovision qui sont avec nous ce soir. J'aurai le plaisir de leur présenter cette émission en français. Quant à la deuxième langue de l'Eurovision, l'anglais, elle vous sera présentée par l'une des personnalités les plus populaires de la télévision française. Je veux parler de Léon Zitrone. Ladies and gentlemen, good evening. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Meine Damen und Herren, guten Abend. Señoras y señores, muy buenas noches. Señores y señores, buenasera. Guten Abend, Damen und Herren. Erev tov, gvirotai, virabotai. Mina damer, och herrar, bukvel. Merci. Et merci d'avoir choisi de passer avec nous cette soirée pour suivre ce Grand Prix Eurovision de la chanson.
Denise Fabre, die die Zuschauer auf Französisch begrüßt, ist Sprecherin des französischen Fernsehens oder wie die Franzosen auf Franglais sagen, Speakerin. Heute aber tritt Denise Fabre als Präsentatrice auf und sie erzählt ihren Zuschauern, dass in diesem Chansonfestival, das 1956 zum ersten Mal, damals aus Lugano, noch von einem relativ kleinen Publikum im Fernsehen übertragen wurde, dass dieses Festival in diesem Jahr nicht nur von den 20 Teilnehmerländern übernommen wird, sondern außerdem von Jugoslawien, Tunesien, Algerien, Marokko, Jordanien und Island. Die DDR, Polen, Ungarn, die Tschechoslowakei, Bulgarien, die Sowjetunion, Hongkong, Dubai und Japan werden zeitversetzt senden. Die Zahlen über die Zuschauer schwanken zwischen 600 und 800 Millionen in aller Welt. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc et la Jordanie. Et en différé, ce n'est pas terminé. Il y aura aussi l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Il y aura également Dubaï, Hong Kong, l'Union soviétique et bien entendu le Japon. Au total, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plusieurs centaines de millions de téléspectateurs ce soir avec nous. Ce concours qui existe depuis 1956 a été gagné une fois par la Suède et l'Irlande, deux fois par l'Espagne, trois fois par la Grande-Bretagne, quatre fois par le Luxembourg et les Pays-Bas et cinq fois par la France, notamment l'an dernier, à Wembley. Deutschland war in den bisherigen 22 Jahren noch kein einziges Mal erfolgreich, was so meine ich, keine nationale Katastrophe ist. Man sollte den Grand Prix als das nehmen, was er ist, ein internationaler Vergleich, ein Wettbewerb, in dem sich ursprünglich Schlagerkomponisten und Texter messen sollten, bei dem allerdings die Interpreten, die Sänger, immer mehr in den Vordergrund getreten sind. Ein Kommentator sollte auch keine Voraussagen machen, keine Prognosen wagen. Dafür hat es im Laufe der letzten Jahre schon zu viele Überraschungen gegeben. Nur so viel wäre für das heutige Festival anzumerken. Nach übereinstimmender Ansicht der beobachtenden Journalisten ist das Niveau der Lieder in diesem Jahr höher als 1977 in London. Es gibt natürlich einige Favoriten, aber auch einige Außenseiter mit Chancen, auf die ich vor dem jeweiligen Auftritt noch zu sprechen kommen werde. Jetzt hat aber zunächst einmal eine der bekanntesten Persönlichkeiten des französischen Fernsehens seinen großen Auftritt, Lion Citron. The live broadcast of the Eurovision Song Contest, which is being presented to you by one of France's favorite television announcers, this very charming and very beautiful lady, Denise Favre, and by myself. This contest, specially designed for television, is intended to promote Lion Citron ist 62 Jahre alt, er arbeitet seit 1956 für die Television Française als Journalist, Kommentator, Sprecher und Präsentator. In seiner letzten Eigenschaft begrüßt dieser sehr selbstbewusste Mann die Zuschauer nun in englischer Sprache. 20 countries are participating in the contest, and by order of the draw, I shall quote Ireland, Norway, Lion Citron nennt noch einmal die Namen der Teilnehmerländer für alle diejenigen, die es auf Französisch nicht verstanden haben sollten. Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, dass Lion Citron der Mann ist, der das Journal Télévisé, bei uns mit der Tagesschau zu vergleichen, schon über 4000 Mal moderiert hat. Er hat Staatsmänner aus aller Welt interviewt, von Brezhnev bis Kennedy. Und wenn in der großen Welt jemand heiratet oder stirbt, Lion Citron kommentiert dieses Ereignis für das französische Fernsehen, sei es nun die Hochzeit von Prinzessin Anne oder die Beerdigung von Winston Churchill. Der Ablauf dieses Schlagerfestivals wird überwacht von einem Vertreter der Europäischen Rundfunkunion, von Herrn Frank Neef. Sie haben ihn vorhin im Bild gesehen. Er ist der Nachfolger von Clifford Brown. Jedes Land hat die Möglichkeit, seinen eigenen Dirigenten zu bestimmen. Die Reihenfolge des Auftritts wurde im Übrigen in Genf unter der Aufsicht der Europäischen Rundfunkunion ausgelost. Die Bundesrepublik hat einen günstigen 13. Platz gezogen, wenn man nicht abergläubisch ist natürlich. Aber die Stimmung bei der deutschen Delegation ist zuversichtlich. The man who, for some 10 years, acted as scrutineer of the EBU, Clifford Brown, has now retired, and his successor in this capacity is Frank Neef, who is there on my left, on your right. Frank Neef has a very official title, I shall read it in order to not to make a mistake, is the head of the Division of Special Television Programs at the EBU. Yes, also jetzt Frank Neef im Bild. Well, he is now the final authority on the conduct of the voting, but I will come later to explain you the details, the rules and regulations of the vote. Now and for an hour and a half or so, on with the songs, beginning, of course, as the draw has decided,
by those who will sing for Ireland. Nous vous expliquerons le déroulement Jetzt erfahren wir von Denise Faber, dass es bald losgehen wird. Vor dem Auftritt werden übrigens Solisten, Chor und Dirigent von einer Kamera auf dem Weg zum Fahrstuhl, der sie aus den Künstlergarderoben nach oben auf die Bühne transportiert, verfolgt. Wollen wir hoffen, dass der Fahrstuhl nicht stecken bleibt. Das erste Teilnehmerland ist Irland. Der Vertreter Irlands, der bei diesem Wettbewerb den Anfang machen wird, heißt Colm Wilkinson. Wilkinson ist bei uns kaum bekannt, in den irischen Charts jedoch ist in diesen Wochen seine neueste LP als Nummer 1 zu finden. Und in England kennt man ihn durch seine Verkörperung des Judas in der Londoner Produktion des Musicals Jesus Christ Superstar. Zurzeit schreibt er die Musik zu einem Dokumentarfilm über Präsident Carter, The Power and the Dream, die Macht und der Traum. Colm Wilkinson hat sein Lied Born to Sing selber geschrieben und getextet und wie gesagt, er singt es auch. Für Irland dirigiert Noel Callaghan, der bei vielen Eurovision-Schlagerfestivals schon dabei war, zum Singen geboren, Born to Sing, für Irland mit Colm Wilkinson. Let us try. I said I'm a traveling man and I'll only make you cry. When the feeling hit me and I had to move along, you said you were right, I guess you must sing your song. And a man is born to do one thing and I was born to sing. Bed and watch shadows moving on the wall. The loneliness is killing me, so I turn the radio on. And I need you now and want you in the slow morning light. And the music makes it easier, but it doesn't make it right. And the man is born to do one thing, and I was born to sing. Understand why I live this way. Songs keep moving in my head, there's music I must play. So I pack my bags and once again I get out on the road. Another day may be tonight, I'm attached to my soul. And a man is bound to do one thing. Christian Petrus des Concours Eurovision de la Chanson 1978, Colm Wilkinson aus Irland mit Born to Sing. Norwegen, das in den letzten Jahren nicht sehr erfolgreich bei den Eurovisionswettbewerben gewesen ist, versucht es dieses Mal auf andere Weise. Sein Interpret Jahn Teigen, der hier gerade in den Fahrstuhl steigt, ist eine recht skurrile Erscheinung. Jahn Teigen ist bereits seit vielen Jahren im Showgeschäft tätig und hat mit verschiedenen Popgruppen zusammengearbeitet. Er wurde bald für seine zügellosen Auftritte und seine Luftsprünge auf der Bühne bekannt.
Im letzten Herbst hatte er in seiner Heimat großen Erfolg in der Rocky Horror Show. Seine Plattenfirma bezeichnet ihn als einen seltenen Artisten mit einem ganz besonderen Charme, der, so meinen wir, vielleicht besser in das Pariser Alcazar passen dürfte als auf das Festival de la Chanson. Nun, sein Lied Mille et à Mille, auf Deutsch Meile für Meile, wurde von dem 22-jährigen Kai Eide geschrieben, einem jungen Musiker, der sich sein Geld als Lagerarbeiter in der Versandabteilung einer Plattenfirma verdient, und von dort versendet er derzeit sein eigenes Lied. Dirigent für Norwegen ist zum 5. Mal beim Grand Prix Carsten Klöhmann. Din kraft ebber ut, vann pipler inn i dine sko. Du vandrer i regn, mil etter mil, etter mil, mil etter som driver deg mot et lys som du kan se, men ikke jeg. Søk mot meg hvis du lengter. Rett ditt sinn mot et annet sted. Kom hit hvor jeg er, hvor solen nær. Du må ikke gå. Mil etter mil, etter mil, etter mil, etter mil, etter mil. Det langt å gå. Det lengselen som driver deg mot et lys som du kan se. Tenk deg om nå, hvor farer du hen? Du har vandret alt for lenge. Das war Norwegens Jahn Teigen mit Mil etter Mil. Italien wird dieses Mal vertreten durch eine Gruppe aus Genua. Ricchi e Poveri nennen sie sich, die Armen und die Reichen. Diese Gruppe besteht bereits seit 11 Jahren und hat in dieser Zeit zahlreiche vordere Plätze in den italienischen Hitparaden und zweimal sogar den Platz Nummer 2 beim Festival von Sanremo belegt. Ricchi e Poveri, das sind Angela Brambati, die Soul-Stimme der Gruppe. Die Dame, die jetzt hier gerade mit dem dunklen Haar im Fahrstuhl verschwindet. Dann Marina Occhieni mit ihrer gigantischen blonden Löwenmähne. Angelo Soggio als einziger nicht aus Genua, sondern aus Sardinien stammend. Und schließlich Franco Gatti mit 36 Jahren, der älteste von den Reichen und Armen. Produziert wird die Gruppe übrigens von dem gewichtigen Gepi, der kürzlich mit seinem Song Blue im deutschen Fernsehen auftrat. Das italienische Lied Questo Amore, diese Liebe, wurde geschrieben von dem Texter Sergio Bardotti und den Komponisten Dario Farina und Mauro Lusini, die schon manches erfolgreiche Lied für Sänger wie Gianni Morandi, Ornella Vanoni und Patti Bravo geschrieben haben. Es dirigiert Nicola Samala. Questo amore
piaci da morire questo amore. Dai smettiamo di ballare questo amore. Qui fa caldo, siamo un po'. Amore, io domani non lavoro, io nemmeno. La tua bocca è sulla mia, che fatica andare via, cominciava così, così. Beitrag Questo Amore, gesungen von Ricky E. Poveri. Mit italienischen Liedern startete die finnische Sängerin Seija Simula ihre Karriere. Seit 1970 hat die blonde nordische Schönheit 5 LPs und über 20 Singles herausgebracht, auf denen sie ihre Vielseitigkeit unter Beweis stellt. Obwohl ihr zweifellos sanfte Balladen am meisten liegen, hat sie durchaus auch Erfolg mit Diskotilen. Der finnische Beitrag heißt Anna Rakkaudelle Tilaisuus, hoffentlich habe ich das leidlich richtig ausgesprochen, auf Deutsch Gib der Liebe eine Chance. Der Text stammt von der Sängerin selbst und wurde inspiriert durch ihren 3-jährigen Sohn Nico, an den das Lied sich wendet. In dieser Welt, die den Menschen nur in Schwarz-Weiß sieht, könnte ein wenig Liebe dir helfen. Nimm dieses Wort von einer, die die Liebe vorbeigehen ließ. Ohne Liebe muss das Leben zugrunde gehen, darum gib der Liebe eine Chance. Komponist ist Reo Karvonen, der Sänger bei der nationalen finnischen Ausscheidung 5. wurde. Dirigent für Finnland, ein Veteran des Grand Prix, Ossi Runne, ist heute zum 11. Mal dabei. Oh,
aika pysähtymään silloin, toivoisin. Pian huomaan, susta kasvanut mies. Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan. Moni aate, ihon väri vaatii kantaa ottamaan. Mutta tärkeintä on rakkaudelle antaa tilaisuus. Muista sen, niin voittaa aikauus. Usein matkallasi aikuisten niin kovaan maailmaan. Moni aate. Für Finnland sang Seija Simola Anna Rakkaudelle Tilaisuus. Als fünftes Land ist nun Portugal an der Reihe. Die Portugiesen haben in den vergangenen Jahren meist Lieder mit politischem Inhalt gebracht. Das Lied, mit dem Portugal 1974 in Brighton vertreten war, wurde zum Signal für die Revolution im April desselben Jahres. Dieses Mal nun versucht man es mit einem harmlosen Lied mit dem Titel Daily Du. Flieg, Drachen, flieg. Präsentiert wird Daily Du von der Gruppe Gemini, die im November 1976 gegründet wurde und die heute schon die führende Popgruppe Portugals ist. Sie besteht aus zwei jungen Damen und zwei jungen Herren, einer davon der Schotte Mike Sargent. Der Begleitchor arbeitet gelegentlich, Sie müssen mal drauf achten, mit Ima-Sumac-Effekten. Der Text stammt von Carlos Quintas, die Musik von Vitor Mamede. Und der Dirigent dieses flotten portugiesischen Beitrages ist Tilo Krasmann, der hier gerade ins Bild kommt, gebürtiger Bremer, seit 20 Jahren in Portugal ansässig. Bye.
Das war Portugal. Tja, wäre das nicht eine gute Erkennungsmelodie für Hans Rosenthal's Dalli Dalli? Leon Citrone und Denise Fabre fassen nun noch einmal zusammen, wer bisher gesungen hat und welches die nächsten fünf Länder sein werden, damit das Publikum hier im Saal sich nicht gar so verlassen vorkommt. Als nächstes ist das Gastgeberland Frankreich an der Reihe, vertreten durch Joël Prévost und sein Lied Il y aura toujours des violons. Du kannst das Land wechseln, weil du den Regen nicht magst. Du kannst in der Sonne Italiens leben, wenn du willst. Du kannst den Mann wechseln, wenn dir mein Lied nicht gefällt. Wenn du dazu Lust hast, kannst du sogar Revolution machen. Aber es wird immer Geigen geben, um Liebeslieder zu spielen. Dieser Text stammt aus der Feder von Didier Barbelivien, der schon für fast alle großen französischen Sänger Texte geschrieben hat. Gérard Stern, auch er erfolgreich in der Branche, schrieb die Musik. Alain Gouraguer ist der Dirigent. Und es singt Joël Prévost, Il y aura toujours des violons. Allez vivre au soleil d'Italie, si tu veux. Tu peux bien changer de garçon, si tu n'aimes pas ma chanson. Et si tu en as envie, fais même la révolution. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura que c'est pour toujours, mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg, mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Tu peux bien t'habiller en jean, en pantalon ou en smoking, vivre comme un homme, être libre. Si tu veux, tu peux bien dire que le mariage, ce n'est vraiment pas de ton âge. Je connais ce sentiment, pour toi la vie n'est qu'un voyage. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour mais il y aura toujours des amants pour se retrouver à Cherbourg. Mais il y aura toujours des enfants pour se jurer un grand amour. Mais il y aura toujours des violons pour jouer les chansons d'amour. Mais il y aura toujours des chansons qui disent que c'est pour viel Beifall hier in Paris für den Franzosen Joël Prévost. Spanien schickt in diesem Jahr José Vélez ins Rennen, einen 26-jährigen Sänger, der auf den Kanarischen Inseln in einer kleinen Stadt bei Las Palmas geboren ist. José Vélez hat in kürzester Zeit Popularität erlangt. Die amerikanische Zeitschrift Record World bezeichnete ihn 1976 als die Entdeckung des Jahres. Zu seinen größten Erfolgen gehörten übrigens die spanischen Versionen von Udo Jürgens Griechischer Wein und von Mary Rose Santo Domingo. Das Lied, das José Vélez singen wird, stammt von Manuel de la Calva und Ramon Arcusa und heißt Vayamos un Vals. Lass uns einen Walzer tanzen. Voulez-vous danser avec moi? Möchtest du mit mir einen Walzer tanzen? Na, 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 na.
Ich weiß nicht, ob man hier sagen sollte, Nomen est Omen. 1968 gewann Spanien den Grand Prix mit La 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 La. Und auch damals stammte das Lied, das Maciel sang, von Ramón Arcusa und Manuel de la Calva. Ramón Arcusa, der Komponist, ist auch der Dirigent des Eurovisionsorchesters bei diesem spanischen Beitrag. ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Tú le mudaste a Benoit, ¿quieres que bailemos? ¿Dónde estás? Yo no sé si tú recordarás el verano que juntos pasamos los dos y que nunca podré yo olvidar. Oh, Michelle, te perdí, nunca más he sabido de ti. Solo espero que un día regreses a mí y de nuevo te pueda pedir. Une mudanse avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Une mudanse avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Bailemos un vals. Bailemos un vals. Une mudanse avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? Na 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 na. Une mudanse avec moi, ¿quieres que bailemos un vals? José Vélez für Spanien. Und jetzt ist Großbritannien an der Reihe, in den letzten Jahren eigentlich immer in einer Favoritenrolle, obwohl nur 1976 in Den Haag die Brotherhood of Man Sieger wurde mit Save Your Kisses for Me. Aber in den anderen Jahren wurden meist achtbare, wenn auch undankbare, zweite und dritte Plätze erreicht. In diesem Jahr tritt nun für das Vereinigte Königreich die Gruppe Coco vor die internationalen Jurys. Das Sextett, zwei Damen und vier Herren, bringt sein Lied The Bad Old Days mit viel Clownerie in leicht frivoler Gewandung und hofft, dass die schlechten alten Zeiten bald vorbei sein mögen. 1976 waren die Kokos schon einmal nahe daran, am Eurovisionsfestival teilzunehmen, wurden aber dann bei der nationalen Ausscheidung mit einer Stimme von Brotherhood of Man geschlagen. Danach brach wirkliche Bad Time für die Gruppe Coco an, die aber nun endgültig zu Ende sein soll. Das Lied The Bad Old Days wurde geschrieben von Stephanie de Sykes und Stuart Slater. Der Dirigent ist Alan Ainsworth.
I was all alone without a soul to call my friend. Who'd have thought those days would ever end? Remember why I'm gonna stay with you until the day I die. We can watch the good old days go by. Für Großbritannien mit The Bad Old Days. Die Schweiz, unser dreisprachiges, wenn man rätoromanisch noch hinzunimmt, sogar viersprachiges Nachbarland, ist in diesem Jahr mit einem Lied in französischer Sprache vertreten. Carole Vinci siegte bei der nationalen Endausscheidung. Es gab damals Stimmen, die dafür plädierten, dass man die Teilnahme in Paris absagen sollte. Das Lied habe doch sowieso keine Chancen. Aber so schlecht finde ich Vivre eigentlich gar nicht. Wir werden sehen, was die Jurys dazu sagen werden. Carole Vinci ist 28 Jahre alt, wurde in Genf geboren und wollte als passionierte Sportlerin zunächst Turnlehrerin werden, ehe sie von Alain Morisot, dem Komponisten des Schweizer Beitrages, entdeckt wurde. Der Texter von Vivre ist Pierre Alain, der ebenso wie die Sängerin und der Komponist aus Genf, der wichtigsten Stadt der Suisse Romande, stammt. Es dirigiert Daniel Jeannin. Nous nous évaderons, mon amour,
à ne pas croire à la belle histoire qui fait chanter le cœur et le printemps. Ma vie a commencé avec toi, le soleil s'est levé dans la joie, tu m'as fait retrouver mon cœur d'enfant. Carole Vinci mit Vivre für die Schweiz. Nach der Schweiz ist jetzt Belgien an der Reihe. Belgien hat sich auf den Titel des heutigen Wettbewerbes Festival Eurovision de la Chanson besonnen und Jean Vallée mit einem richtigen Chanson ins Rennen geschickt. L'amour ça fait chanter la vie, singt er mit seiner schönen, kräftigen Stimme. Liebe, die gibt deinem Herzen Farbstifte, um die Welt damit zu zeichnen. Die Liebe macht dich zum Musiker, zu einem kleinen Chopin. Nur für eine schöne Blonde. Die Liebe ist so fabelhaft. Dieses Lied ist mein persönlicher Favorit, aber das ist natürlich sehr subjektiv. Jean Vallée, 1941 in Verviers, Belgien geboren, lebt heute in Paris. Er sang zunächst Chansons von Beko, Aznavour und Brel, ehe er eigene Lieder zu schreiben begann, die auch von Nana Mouskouri gesungen wurden. Jean Vallée ist Sänger, Texter und Komponist in einer Person. Der Dirigent für Belgien ist Jean Mussy. L'amour, ça fait chanter la vie. Dans le cœur, des crayons de couleur, dessiner le monde. L'amour, on devient musicien, de vrais petits Chopins, rien que pour une blonde. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en musique, ça rit de toute sa symphonie. L'amour fait changer la vie. L'amour, ça vous met dans les yeux un regard fabuleux qui vous change un visage. L'amour, ça vous donne des ailes pour monter dans le ciel jusqu'au septième étage. L'amour, c'est tellement fantastique. Ça met le bonheur en ça fait changer la vie. L'amour, c'est un grand magicien qui vous change un chagrin en moins d'une seconde. L'amour, en un mot commençant, ça vous donne 20 ans dans tous les coins du monde. Le bonheur en musique,
s'envoler dans l'amour, ça fait chanter la vie, que Belgien. Wir bleiben gleich in Benelux, denn auf Belgien folgen jetzt die Niederlande, die den Grand Prix insgesamt schon viermal gewonnen haben. Well, wenn Sie hören, wie viel Applaus Jean Vallée hier in Paris bekommt. France, Spain, United Kingdom, Switzerland and Belgium. Die Niederlande Now werden vertreten von der Gruppe Harmony, die erst Ende des vergangenen Jahres gegründet wurde. Monaco und gleich werden wir auch die Sänger sehen. Die Gruppe besteht aus der recht dominierenden Rosina Lauers aus Utrecht, aus Ab van Woudenberg aus Roermond und aus dem farbigen Donald Liefeld aus Paramaribo im ehemaligen Niederländisch-Guayana, also aus Suriname. Und das Lied, das sie singen werden, heißt It's Okay. Das ist ein rechter Ohrwurm und vom Inhalt her eine Neuauflage des guten alten Singerlied, wenn du mal traurig bist, von Peter Hübelhoff war das, glaube ich. Achten Sie einmal darauf, wie elegant sich der farbige Sänger zu bewegen versteht. Ich glaube, die Farbigen haben wirklich den Rhythmus im Blut. Das Lied stammt von Dick Koheman und Tom Chispen. Als Texter wird Eddie Owens genannt und der Dirigent ist Harry Van Hoof. Das Lied aus Holland, gesungen von der Gruppe Harmony. Und nun, meine Damen und Herren, kommt ein Außenseiter, der nicht unbeträchtliche Chancen hat, die Türkei mit der Gruppe Nazar. Diesen Eindruck jedenfalls gewann ich in Gesprächen mit Kollegen und auch als ich bei den Proben den flotten und sehr westeuropäisch wirkenden Titel Sevinci hörte. Natürlich bleibt das Handicap, dass das Lied in türkischer Sprache gesungen wird, aber wer weiß. Sevinci wurde übrigens aus 232 Liedern, die sich in der Türkei um die Teilnahme am Grand Prix beworben hatten, ausgewählt. Vom Inhalt her unterscheidet es sich nicht wesentlich von unseren Schlagern. Die Welt bleibt plötzlich stehen, wenn ich dich liebe. Liebe ist dein Königreich, liebe mich. Lasst uns eilen, dorthin zu kommen. Der Komponist ist Dan Baydur, ein Mitglied der Gruppe Nazar. Der Texter ist Hulki Aktunç. Und der Dirigent für die Türkei ist Onno Tunç.
Sehr bien, Jean. Für Nazar aus der Türkei mit Sevince, vielleicht ein Geheimtipp. Die Bundesrepublik wird in diesem Jahr vertreten von Irene Scheer. Sie singt Feuer, ein Lied, das im Teamwork entstanden ist. John Möhring und Jean Frankfurter zeichnen sowohl für den Text als auch für die Komposition verantwortlich. Bevor das Lied Feuer für Paris nominiert wurde, gab es hinter den Kulissen in Deutschland Querelen, aber so muss man fragen, bei welcher deutschen Ausscheidung für den Grand Prix gab es die eigentlich nicht. Bei den Proben hat Irene Scheer, die in einem eleganten, langen, weißen Kleid auftreten wird, einen guten Eindruck hinterlassen. Meine griechische Kollegin meinte sogar, next year in Germany. Nun, wenn hier vielleicht auch der Wunsch der Vater des Gedankens war, so haben wir doch mit Irene Scheer eine sympathische Vertreterin für unser Land gefunden. Irene Scheer ist Engländerin, das heißt, ihr Vater ist Engländer, ihre Mutter Deutsche. Und sie hat Festivalerfahrung, denn schon 1974 betrat Irene Scheer Luxemburg beim Grand Prix in Brighton und wurde damals Vierte. Jean Frankfurter dirigiert. Unsere guten Wünsche begleiten ihn und Irene Scheer.
Das war Irene Shear mit ihrem Lied Feuer für Deutschland, für Alemannia. Und wir wollen hoffen, dass es international gefallen hat. Das Fürstentum Monaco macht zugleich Fremdenverkehrswerbung, wenn es die Gärten von Monaco besingen lässt. Les Jardins de Monaco hat eine sehr eingängige Melodie und dürfte, obwohl mir der Beifall bei den Proben nicht allzu stark erschien, nicht ohne Chancen sein. Die Autoren sind ein Team von Profis. Die Komponisten sind Paul de Saint-Ville und Olivier Toussaint, die mit der Dolan-Melodie einen Welterfolg landeten und von deren Kompositionen über 65 Millionen Schallplatten verkauft wurden in aller Welt. Der Text stammt von Jean Albertini, einem der führenden Textautoren in Frankreich, und von Didier Barbelivien, der heute schon zum zweiten Mal in Erscheinung tritt. Er war auch der Texter des französischen Autors. Gesungen werden die Gärten von Monaco von Olivier Toussaint selbst, der sich als Partnerin die schöne Kaline geholt hat. Monaco war übrigens schon einmal beim Grand Prix erfolgreich, 1971 in Dublin, obwohl fast immer achtbare Plätze erreicht wurden. Der Dirigent von Monaco, Yvan Riolan. La petite fille qui jouait au cerceau dit, tu t'en souviens? Le petit garçon qui jouait au ballon, oui, je m'en souviens. On regardait les voiliers italiens, oh oui, c'était bien. Il y avait un petit square, des balançoires, et tu me donnais la main. Dans les jardins de Monaco, Chaplin aurait pu rencontrer Garbo. Annie va peut-être embrasser Bardot, comme toi et moi. Dans les jardins de Monaco, parmi les fleurs au milieu des oiseaux, Juliette a dû rencontrer Roméo. Petite fille qui me jetait du sable, dis tu t'en souviens? Le petit garçon qui volait des cerises, moi je l'aimais bien. Il y a longtemps que je t'aime et tu sais, non rien n'a changé. À la claire fontaine, il y a toujours un amour à partager. Dans les jardins de Monaco, Chaplin aurait pu rencontrer Garbo. Fanny m'a peut-être embrassé Bardot, comme toi et moi. Dans les jardins de Monaco, parmi les fleurs au milieu des oiseaux, Juliette a dû rencontrer Roméo. Olivier Toussaint und Kaline sangen Les Jardins de Monaco für Monte Carlo, für Monaco. Als nächstes nun Griechenland, das im letzten Jahr mit der musikalischen Unterrichtsstunde Mathema Solfège Fünfter wurde und damit zum ersten Mal den Sprung nach vorn schaffte. Grundlage dieser Entwicklung war der Verzicht auf die traditionellen Elemente griechischer Musik und die Annäherung an die westeuropäischen Popsongs. Auf dieser Linie liegt auch das Lied Charlie Chaplin, das Tanja Tsanaklidou aus Drama, einer kleinen Stadt in der Nähe von Saloniki, singen wird. Vielleicht erinnern Sie sich, bei der deutschen Vorausscheidung war auch ein Titel Charlie Chaplin dabei, von dem Schweizer Trio Petersu und Mark gesungen. Das wäre eine interessante Doublette geworden. Tanja besingt Charlie Chaplin mit einem leicht nostalgischen Touch und mit Schirm, Scharf und Melone. Das Lied wurde von Yanni Xanthoulis als Texter und Sakis Silikis als Komponist geschrieben. Und das Eurovisionsorchester wird geleitet von Charis Andriadis.
σκέφτεται από τη γωνία. Καπελάκι μαύρο ασορτή, στην παιδιαστική μας αγωνία. Τα χαρά στην όμως θα τον βρει. Κόκκινο καρύπαλο στο πέτο, μπαστούνακι σμόκι και καημό. Άδεια από τσιγάρα το πακέτο, κι άρχισε να βρέχει ο ουρανό. Τσάρλι Τσάπλιν, έλα στο γύρο μα να γελάσουμε. Τσάρλι Τσάπλιν, απόψε ό,τι του ό,τι προφτάσουμε. Σκληροί πελάτες, να την κοινωνία του άλλο. Μια ζωή γεμάτη αυταπάτες, μια ζωή χαμόγελο ζεστό. Κι όσο διαρκούσε η ταινία, τόσο και με πήγαινε μακριά. Δε μας μη τελειώσει η αλήθεια, δε μας μη τελειώσει η ανθρωπιά. Charlie Chaplin war der griechische Beitrag, Gesang Tania Tsanaklidou. Dänemark hatte in den letzten Jahren nicht am Grand Prix teilgenommen. Es ist jetzt aber wieder dabei und verspricht sich von der Gruppe Mabel Erfolgschancen. Die vier Jungen von Mabel, der jüngste 17, der älteste 23 Jahre, sind, seit sie sich vor nunmehr 19 Monaten zusammentaten, um eine Popgruppe zu gründen, unzertrennlich. Nur am Weihnachtsabend sollen sie getrennt bei ihren Familien gefeiert haben. Ansonsten arbeiten sie zusammen, essen zusammen, schlafen zusammen. Letzteres allerdings, so schreibt ihre Plattenfirma, in getrennten Räumen. Mabel kommt mit einem flotten Titel, der meinen israelischen Kollegen an Albert Hammonds Free Electric Band erinnerte. Boom Boom heißt das Lied, das die Gruppe auch gemeinsam geschrieben hat. Mit Boom Boom haben die Jungs auch den großen Durchbruch in ihrer Heimat geschafft, nachdem vorher nur Teenager sie kannten, sollen jetzt sogar Großmütter Boom Boom trällern. Dirigent für Dänemark ist Helmer Olesen. Man merkt, was gibt es mehr, so bliebt man nicht nervös. Die erklärt die Bilder von Gott und in der Liebe.
är på väg. Det är att den står härlig hur. Jag vet det för mig själv. Så du har haft det liksom jag. Fortell, fortell, fortell. Det är helt naturligt. Hjärtat han får lös. Når man er forelsket i en pin. Hvis man mærker kæmpe slag, så bliver man let nervøs. Det er kærlighed, der banker på en alin. Og det siger boom, 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 boom med lyst. Det føles som en tåle her i min bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sand. Det hammer, og det banker dag og nat. Det siger boom, boom, og boom, boom af lyst. Det føles som en torden her i min bryst. Ja, det siger boom, boom, og banker som det sand. Det hammer, og det banker dag og nat. Bum Bum für Dänemark mit viel Begeisterung gesungen von der Gruppe Mabel. Luxemburg bereits viermal Gewinner, hofft auch heute eine Trumpfkarte in der Hand zu haben. Das kleine Land, das sich immer gute Interpreten aus anderen europäischen Ländern herangezogen hat, setzt dieses Mal auf die beiden Spanierinnen Maria und Maite. Das Duo Baccarat ist als einziger Teilnehmer dieses Schlagerfestivals international bekannt. Die beiden wurden Anfang 1977 auf der Ferieninsel Fuerteventura, wo sie als Flamenco-Duo auftraten, von deutschen Plattenproduzenten entdeckt und nach Hamburg importiert. Inzwischen wurden von ihren Hits Yes Sir, I Can Boogie und Sorry I'm a Lady 12 Millionen Schallplatten verkauft. Baccarat singen heute Parlez-vous Français, ganz im Stil ihrer bisherigen Erfolge, komponiert von Rolf Soja und getextet von Frank Dostal und Peter Zentner. Obwohl das bei der Bewertung durch die Jurys keine Rolle spielen soll, denn es sollen ja die Lieder bewertet werden, möchte ich doch erwähnen, dass die Darbietung von Baccarat eine Augenweide ist. Luxemburgs Beitrag ist bestimmt nicht ohne Chancen. Rolf Soja, der Komponist, ist auch der Dirigent für Parlez-vous Français.
français? Baccarat, sagen für Luxemburg, parlez-vous français? Und nun der israelische Beitrag, oder man könnte auch sagen, Ubuntu Nubundeber, Ibizra, Ba Ebeli, Bishebe, bei Beitrabak. Abanebe, so heißt er, benutzt die B-Sprache, die manch einer von Ihnen vielleicht noch aus seiner Kindheit kennt. Jeder Vokal eines Wortes wird noch einmal mit einem B davor wiederholt. Mit diesem sehr flotten Lied vertreten der 28 Jahre alte Isaac Cohen, ein echter Sabre, denn er wurde in Israel geboren, und die Alphabeta-Singers Israel, das wie auch mehrere nordafrikanische Länder der Eurovision angeschlossen ist. Das Lied wurde von Ehud Manor als Texter und von Nurit Hirsch, einem der führenden Komponisten Israels, geschrieben. Hier kommen die israelischen Interpreten aus dem Fahrstuhl. Zu erwähnen wäre noch, dass der Dirigent für Israel Nurit Hirsch ist. Von Isaac Cohen und den Alphabeta-Singer. Und ich glaube, man kann wirklich sagen, dass das Niveau in diesem Jahr nicht schlecht ist und dass dieses Niveau dem Chanson-Festival wieder Auftrieb geben wird.
Österreich, unser Nachbarland, wird in diesem Jahr vertreten von der Gruppe Springtime mit ihrem Lied Mrs. Caroline Robinson. Die Österreicher hoffen nach 12 Jahren endlich einmal wieder erfolgreich zu sein. Damals gewann Udo Jürgens mit Merci Cherie. Springtime entstanden eigentlich aus einer Zufallsbegegnung von Gerhard und Walter Markel und Norbert Niedermeyer ist in Österreich recht erfolgreich. Der Titel Mrs. Caroline Robinson besingt eine Nobelhexe, was immer das sein mag. Was über diese Dame zu berichten ist, können Sie selbst verstehen, denn der Beitrag wird in deutscher Sprache gesungen. In nachbarlicher Verbundenheit drücke ich jetzt meinem Kollegen hier nebenan, Ernst Brissemann, den Daumen für Österreichs Mrs. Caroline Robinson. Der Dirigent ist Richard Österreicher. Springtime, Mrs. Caroline Robinson. Als letzter Beitrag in der langen Reihe von 20 Ländern nun das schwedische Lied Det blir alltid vare framatnatten. Schweden war bisher einmal Sieger des Konkurs, 1974 in Brighton, mit dem wohl größten Erfolgslied, das jemals aus dem Grand Prix hervorgegangen ist, nämlich mit ABBAs Waterloo. Schweden schickt heute Björn Skifs ins Rennen, der übrigens vorgestern in Paris seinen 31. Geburtstag feierte. Björn Skifs ist in Schweden als Entertainer ein Star und es gibt über ihn, so habe ich jedenfalls der Presse entnommen, sehr viele begeisterte Pressestimmen in Schweden. Das Lied wurde von Peter Himmelstrand geschrieben. Wenn die Nacht kommt, dann kommen die Erinnerungen an dich. Und der Dirigent des letzten Beitrages hier im Konkurs Eurovision de la Chanson 1978 in Paris ist Bengt Palmers. Sorry, we kept you waiting, but it's the top of the bill. Thank you.
och kvällarna då lever jag. Jag blir älsk för vilken hem och vimsa på kvällen. Sticker ut och tar en öl och hör ett band. Jag dansar väl och mår rätt fin av värmen från någon flicka. Det blir alltid värre framåt natten. För mycket och ensam. Hittar alltid på någonting, gör vad jag vill. Har ingen att ta hänsyn till och ingen tid att passa. Bio spelar squash när jag får lust. Och käkar sen och dyrt och gott. Ja, det är rätt bra på kvällen. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljus och alla skratter. Ligger vaken, tänker på dig. Minns för mycket. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljusen, alla skratter. Ligger vaken, tänker på dig. Minns för mycket och ensam. Det blir alltid värre framåt natten. Långt från alla ljusen, det blir alltid värre framåt natten. Das war der schwedische Beitrag, dass die alltid wahre framåt natten mit Björn Skips. You have just heard the 20 countries participating in the contest. Now time has come to select the best song. How is this to be done? Well, we will count up the number of points awarded. We are in radio contact with the 20 juries, one for each country, and each jury will give us the votes of the songs for the songs likes the most. Naturally, none of the juries can vote for the song representing its own country, so impartiality is guaranteed. For each jury, the chairman has been selected by an official body of the country concerned among the members of its staff, and the jury cannot include any show business nor song world personality. This is the second guarantee for impartiality. At this very moment, each chairman is collecting the votes from the members of his jury and is establishing the ratings. In a few minutes, we shall receive here in Paris the ratings decided by each country, and in each case called out by the jury secretary spokesman, and of course in the order followed since this contest has started. The song rated highest by each jury will be given 12 points, the song rated second will be given 10 points, the song rated third will get 8 points, the fourth one will get 7, and then 6, 5, 4, 3, 2, 1. The point system is fixed, is final, and has been laid down by Eurovision rules. As they arrive, these points will be posted here in Paris on the scoreboard, and the scrutineer, Mr. Neif, and his team will check that the points allocation and the additions are carried out correctly. Now, one last but very important point. Each jury has undertaken to shut off the sound and vision on its television set for the whole time that the other countries are giving their ratings, until it has voted itself. In this way, the voting results announced before theirs
will not influence any national jury. It may seem a little bit complicated, a little bit strict, but I shall say so much the better. In such an international contest, on such an international level, one is never too strict, one is never, shall we say, too careful. Denise. Merci. Bien voilà. Voilà, vous venez d'entendre les concurrents des 20 pays participants. Denise Fabre läutet das Ganze nur nochmal auf Französisch. Die Proben dieser Mammutsendung, sollte ich vielleicht noch hinzufügen, inklusive der heutigen Generalprobe, sind mit viel französischer Lässigkeit über die Bühne gegangen. Vieles musste der Improvisation überlassen werden. So ist die Organisation eines jeden Festivals auch ein Spiegelbild der jeweiligen Nation. Vor zwei Jahren in Holland paarten sich perfekte Organisation und Charme in einmaliger Weise. Aber die Franzosen nehmen das alles nicht so wichtig und vielleicht haben sie damit auch pour chaque jury, le président a été désigné par un organisme nachher die nationalen Jurys zu ermöglichen, die Stimmen zusammenzuzählen und sicher auch, um ihnen am Bildschirm eine kleine Verschnaufpause zu geben, zeigt das französische Fernsehen einen kurzen Film, der dem berühmten Jazzgeiger Stéphane Grappelli gewidmet ist. Stéphane Grappelli, lange Jahre Partner und Freund von Django Reinhardt, feiert in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag. In dem Film tritt Grappelli übrigens mit Yehudi Menuhin auf und mit Oscar Peterson. Porte-parole et ce dans l'ordre choisi depuis le début de la soirée. La chanson jugée la meilleure se verra attribuer 12 points, la deuxième 10 points, la troisième 8 points et ensuite 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ces points sont immuables, ils ont été fixés par le règlement de l'Eurovision. Dès que les résultats nous parviendront, nous les inscrirons ici à Paris sur un tableau d'affichage où M. Franck Neff, le scrutateur, avec son équipe, veillera à la bonne transcription des points et aux additions. Un dernier point très important aussi, chaque jury s'est engagé obligatoirement à couper sur son écran de télévision le son et l'image pendant toute la durée de l'annonce du classement des autres pays, et ce jusqu'à ce qu'il ait voté lui-même. Cela afin de ne pas risquer d'être influencé par les classements précédents et leurs fluctuations. Ce règlement peut vous paraître strict, mais on n'est jamais trop rigoureux sur le plan international. Alors pour donner à chaque président de jury le temps de collecter les votes de ses membres et d'établir un classement, eh bien nous vous proposons de regarder pendant quelques minutes un film qui a été tourné par Bernard Lyon pour les 70 ans de Stéphane Grappelli. Nous allons tout d'abord retrouver Stéphane Grappelli en compagnie d'Oscar Peterson. Thank you.
Das war ein kurzer Film mit Stefan Grappelli, der den voilà, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le compte des voix est maintenant fini. Denise Fabre und Léon Citron werden jetzt vom Palais des Congrès in Paris über direkte Leitungen mit dem Vorsitzenden der Jury Kontakt aufnehmen und sie um ihre Stimmabgabe bitten. Jetzt also schon die Jury aus Irland, aus Dublin. Italy 10 points, Italie 10 points. France 6 points, France 6 points. United Kingdom 3 points, Royaume-Uni 3 points. Belgium 12 points. Belgium 12 points, Belgique 12 points, Belgium in the lead, la Belgique en tête. Höchste Wertung für Belgien aus Irland. Germany 1 point. Germany 1 point, l'Allemagne 1 point. Monaco 4 points. Monaco 4 points, Monaco 4 points. Greece 7 points. Greece 7 points, la Grèce 7 points. Sweden 5 points. Nach dieser ersten Wertung können Sie sehr gut erkennen, wie die Punkte vergeben werden. Also immer für ein Land 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und dann die Bestplatzierten erhalten 10 bzw. 12 Punkte. Hello Oslo, hello Norway, may I have your points, please? In diesem Fall war das also Belgien, das die 12 bekommen hat. Und nun Norwegen. Ireland 12 points, Irlande 12 points. Italy 6 points. Italy 6 points. Finland 2 points. Finland 2 points. Finlande 2 points. France 3 points. France 3 points. France 3 points. Switzerland 5 points. Switzerland 5 points. La Suisse 5 points. Belgium 7 points. Belgium 7 points, la Belgique 7 points. Turkey 1 point. Turkey 1 point, la Turquie 1 point. Monaco 4 points. Monaco 4 points, Monaco 4 points. Israel 8 points. Israel 8 points, Israël 8 points. Sweden 10 points. Sweden 10 points, la Suède 10 points. Aber weiterhin liegt Belgien an der Spitze mit 19 Punkten, gefolgt von Israel und Italien mit jeweils 16 Punkten. Voilà, et maintenant, le tour est à l'Italie. Allô, Rome, veuillez me communiquer vos points, s'il vous plaît. Allô, Paris, ici Rome. Voici le résultat du jury italien. Italien. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. Portugal, 4 points. France, 10 points. France, 10 points. France, 10 points. Suisse, 1 point. Suisse, 1 point. Switzerland, 1 point. Belgique, 6 points. Belgique, 6 points. Belgium, 6 points. Pays-Bas, 5 points. Pays-Bas, 5 points. Netherlands, 5 points. Allemagne 3 points. Allemagne 3 points. Germany 3 points. Monaco 7 points. Monaco 7 points. Monaco 7 points. Grèce 2 points. Grèce 2 points. Greece 2 points. Luxembourg 12 points. Luxembourg 12 points. Luxembourg 12 points. Israël 8 points. Israël 8 points. Israël 8 points. Ceci termine le point attribué par le jury italien. Merci, Rome. J'appelle Belgien maintenant also la Finlande, le jury Helsinki. Vos points, s'il vous plaît. Bonsoir, ici Helsinki. Voici les résultats du jury finlandais. Jetzt Finnland. Irlande, 3 points. Irlande, 3 points. Ireland, 3 points. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Espagne, 7 points. Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Suisse, 1 point. Suisse, 1 point. Switzerland, 1 point. Belgique, 6 points. Belgique, 6 points. Belgium, 6 points.
Allemagne, 12 points. Allemagne, 12 points. Germany, erstaunlicher 12 Erfolg points. Für Deutschland, für Monaco, Irene Cheer. 12 Punkte aus Finnland points. Gehen Monaco, 8 points. An Deutschland Monaco, jetzt mit 16 points. Punkten dabei. Grèce, 5 points. Grèce, 5 points. Greece, 5 points. Israël, 10 points. Israel 10 points. Israel 10 points. 10 Punkte für Israel. Israel liegt jetzt vorne mit 34 Punkten vor Belgien mit 31. Suède. Combien de points? 4 points. Suède 4 points. Sweden 4 points. Das lässt sich natürlich jetzt gar nicht sagen. Aber es könnte spannend werden. Merci Elsie. Zwischen Israel und Merci Belgien. Beaucoup. J'appelle maintenant Lisbonne, j'appelle le Portugal. Veuillez me communiquer vos points, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Voici les résultats du jury portugais. Jetzt meldet sich Lissabon. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italie, 1 point. France, 2 points. France, 2 points. France, 2 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. United Kingdom, 6 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Allemagne, 7 points. Allemagne, 7 points. Germany, 7 points. 7 Punkte für Deutschland. Jetzt also 23 Punkte. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Grèce, 8 points. Grèce, combien de points? 8 points. Grèce, 8 points. Greece, 8 points. Luxembourg, 12 points. Luxembourg, 12 points. Luxembourg, 12 Punkte für Luxembourg. 12 points. Israël, 10 points. Israël, 10 points. Et Autriche, 3 points. Et l'Autriche, 3 points. Austria, Israël, 3 points. Vor Belgien, Israël mit 44 Punkten. Ceci termine, je Et suppose. Ceci termine le point à publier par le jury portugais. Bonsoir, au revoir. Merci Lisbonne. J'appelle maintenant la France. Oui, bonjour. Le jury de Paris, bonjour. Bonjour. Bonsoir. Voici le jury français. Le jury français. Irlande, 5 points. Irlande, 5 points. Ireland, 5 points. Italie, 4 points. Italie, 4 points. Italie, 4 points. Royaume-Uni, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. United Kingdom, 2 points. Suisse, 7 points. Suisse, 7 points. Switzerland, 7 points. Belgique, 12 points. Belgique, 12 points. Belgium, 12 points. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Grèce, 10 points. Grèce, 10 points. Greece, 10 points. Danemark, 6 points. Danemark, 6 points. Danemark, 6 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. 10 Punkte für Israël. 3 points. Also scheint, glaube ich, ein spannendes Rennen zu gehen zwischen Belgien und points. Israël. Et ceci termine les points attribués par le jury français. Bonsoir. Merci Paris. Eh bien, il semble que ce soit l'Israël. Israël qui mène avec 52 points et tout de suite derrière la Belgique avec 47 points. Allô l'Espagne. Allô Paris. Oui, veuillez me communiquer vos points s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Ici Madrid. Voici les résultats du jury Madrid, espagnol. Je parle. Italie, 8 points. Italie, 8 points. Italy, 8 points. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. Portugal, 1 point. France, 5 points. France, 5 points. France, 5 points. Royaume-Uni, 3 points. Royaume-Uni, 3 points. United Kingdom, 3 points. Suisse, 4 points. Suisse, 4 points. Switzerland, 4 points. Belgique, 10 points. Belgique, 2 points. 2 points. Allemagne, 10 points. Allemagne, 10 points. Jetzt 33 Punkte für Irene Scheer und Feuer. Grèce, 7 points. Grèce, 7 points. Greece, 7 points. Luxembourg, 12 points.
Luxemburg, 12 points. Gehen nach Luxemburg. Luxemburg, jetzt, also 38. Well, points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Merci beaucoup, Madrid. Vor Belgien mit 49. Aber andere Länder rücken vor. The United Kingdom. Hello, United Kingdom. May I have your points, please? Zum Beispiel Luxemburg und Griechenland. Italy, 6 points. L'Italie, 6 points. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Switzerland, 2 points. Switzerland, 2 points. Suisse, 2 points. Belgium, 12 points. Belgium, 12 points. 12 Punkte jetzt für Belgien. 12 points. Aus England. Netherlands, 3 points. Pays-Bas, 3 points. Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Turkey, 1 point. Monaco, 10 points. Monaco 10 points. Aus England und Monaco, Frankreich also keine Punkte für Deutschland. Luxemburg 7 points. Luxemburg 7 points. Israel 5 points. Israel 5 points. Israel 5 points. Also Israel führt noch ganz knapp jetzt vor Belgien. Sweden 4 points. Aber Luxemburg holt auf. Monaco liegt gut im Rennen. Thank you very much, London. Griechenland Israel liegt gut im Rennen. The lead, und auch Deutschland und Frankreich. Israel nicht schlecht. Avec deux points d'avance sur la Belgique. Absolument. J'appelle maintenant la Suisse. Veuillez me communiquer vos points, s'il vous plaît. Bonsoir, Berne. Bonsoir, Paris. Ici Berne. Voici les résultats du jury suisse. Jetzt Berne, Schweiz. Irlande, 7 points. Irlande, 7 points. Ireland, 7 points. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italie, 1 point. France, 6 points. France, 6 points. France, 6 points. Espagne, 8 points. Espagne, 8 points. Spain, 8 points. Royaume-Uni, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. United Kingdom, 2 points. Belgique, 10 points. 10 Belgique, Punkte für Belgien, 71 points. Punkte. Belgium, 10 Jean points. Barrier. Allemagne, 3 points. Allemagne, 3 points. Germany, 3 Punkte für Deutschland, 6 jetzt 36 Monaco, points. 5 points. Monaco, 5 points. Monaco, 5 points. Grèce, 4 points. Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Israël, 12 points. 12 Punkte für Israël. Israël, 12 points. Israël, 12 points. 75 Punkte. Belgien hat inzwischen 71 Punkte. Bonsoir, Paris. Merci, Bern. Eh bien, Israël est toujours en tête avec 75 points contre la Belgique, 71. Scheint tatsächlich so j'appelle zu sein, wie ich schon Belgique, am Anfang sagte, dass sich die Entscheidung zwischen Belgien und Israël abspielt. Bonsoir, vos points, s'il vous plaît. Allô, Paris, ici Bruxelles. Bonsoir. Voici les résultats du jury belge. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Ireland, 10 points. Die belgische Jury aus Brüssel. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italie, 1 point. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Royaume-Uni, 4 points. Royaume-Uni, 4 points. United Kingdom, 4 points. Suisse, 7 points. Suisse, 7 points. Switzerland, 7 points. Allemagne, 5 points. Combien? 5. 5. Allemagne, 5 points. 5 Germany, Punkte für Deutschland, 5 jetzt also 41. Monaco, 6 points. Wir liegen im Mittelfeld. Monaco, 6 points. Monaco, 6 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. 12 Punkte für Israël, 12 points. 87 Israël Punkte. Passe à 87 points contre la Belgique. Weiterhin 60 Belgien points. An zweiter Stelle. Und dann gefolgt von Merci, Frankreich Bruxelles. Mit 50 Punkten und Monaco ebenfalls mit 50 Punkten. Le jury belge a donné le point maximum à son concurrent le plus dangereux, c'est-à-dire Israël.
Hello, the Netherlands. May I have your points, please? Hello, Paris. This is Hilversum in the Netherlands. Jetzt wird Hilversum gerufen in Holland. Here are the results of the Dutch jury. France, 6 points. France, 6 points. La France, 6 points. Spain, 4 points. Spain, 4 points. L'Espagne, 4 points. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Für Norwegen bisher 0 Punkte. Switzerland, 8 points. La Suisse, 8 points. Für die Türkei auch nur 2 Punkte. Belgium, für Österreich, 3. Belgium, 5 points. La Belgique, 5 points. Germany, 7 points. 7 Punkte für Deutschland. Also 48. L'Allemagne, 7 points. Hier sehen wir Jean Vallée im Bild. Monaco, 10 points. Jean Vallée, der für Belgien Monaco, gesungen hat. Points. Denmark, 1 point. Denmark, 1 point. Le Danemark, 1 point. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Luxembourg, 3 points. Im Land Deutschland und Luxemburg noch gleich. Israel, 12 points. Luxemburg, 51. Israel, 12 points. Und jetzt ist Israel mit 99 Punkten und ganz vorne. Thank you very much. Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme, Hilversum. I'm calling now Ankara. J'appelle Ankara, mais c'est en français, je crois. Ankara, est-ce que vous êtes en mesure de me communiquer vos points, s'il vous plaît? Allô, Paris. Bonjour, ici Ankara. Est-ce que vous m'entendez? Comment? Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends très, très bien, Ankara. Je vous remercie. I'm hearing you extremely well, Ankara. Bien, voici les résultats du jury turc. Irlande, 10 points. Irlande, 10 points. Mais est-ce que je peux vous demander, Ankara, s'il vous plaît, de parler tout de même un peu moins fort? Not so loud, please, Turkey. Yes. Thank you. Italie, 1 point. Italie, 1 point. Italy, 1 point. France, 4 points. France, la France, 4 points. France, 4 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni. Après la France, l'Espagne, 7 points. L'Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Royaume-Uni, 6 points. Royaume-Uni, United Kingdom, 6 points. Royaume-Uni, 6 points. La Suisse, l'Allemagne, 8 points. L'Allemagne, 8 points. Germany, 8 points. 8 Punkte also für Deutschland aus der Türkei. Monaco 5 points. Monaco 5 points. Luxembourg 2 points. Luxembourg 2 points. Luxembourg 2 points. Israël 12 points. Israël 12 points. Israël 12 points. Autriche 3 points. Israel liegt also jetzt ganz vorne mit 101 Punkten. Dann gefolgt von Belgien mit 76, von Monaco mit 65, Frankreich 60, Luxemburg 53 und Deutschland 56, also Deutschland noch vor Luxemburg. Irland 5 points, Ireland 5 points. Italie, 2 points. Ja, das ist jetzt Italie, also die deutsche Jury. 2 points. Italie, 2 points. Pour la France, 10 points. France, 10 points. France, 10 points. Le Royaume-Uni, 8 points. Royaume-Uni, 8 points. United Kingdom, 8 points. La Suisse, 6 points. La Suisse, 6 points. Switzerland, 6 points. La Belgique, 3 points. La Belgique, 3 points. Belgium, 3 points. Les Pays-Bas, 4 points. Pays-Bas, 4 points. Netherlands, 4 points. La Principauté de Monaco, 7 points. Monaco, 7 points. Monaco, 7 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Und 12 Punkte Israël, auch aus der Bundesrepublik Deutschland. Israël, also, vient de passer à 123 points. Ob Israel gar nicht mehr zu schlagen ist mit seinen 123 Punkten. L'Autriche 1 point, Austria 1 point. Merci Baden-Baden. Bonsoir. J'appelle maintenant la Principauté de Monaco.
Sind noch bloß sechs Länder, werden Israel natürlich zählen. Italie 8 points. Italy 8 points. France 5 points. France 5 points. Espagne 4 points. Spain 4 points. Royaume-Uni 7 points. United Kingdom 7 points. Suisse 2 points. Suisse 2 points. Switzerland 2 points. Belgique 12 points. Belgium 12 points. Pays-Bas 1 point. Pays-Bas 1 point. Netherlands 1 point. Allemagne 10 points. Germany 10 points. Jetzt liegt Deutschland gar nicht schlecht mit 66 Punkten. Luxemburg 6 points. Luxemburg 6 points. Israel 3 points. Israel 3 points. 26. Ja, das könnte immer 12 sein. Also ich sehe jetzt die Reihenfolge so. Israel liegt vorne mit 126, gefolgt von Belgien mit 91, Monaco 72, 75, Punkt hat Frankreich und Deutschland liegt im Moment an fünfter Stelle mit 66 Punkten. Deutschland an fünfter Stelle mit 66 Punkten. Hallo Paris, ici Athènes, voici les résultats du jury grec. Irlande, 10 points. Irlande 10 points. Ireland 10 points. Italie 2 points. Italie 2 points. France 8 points. France 8 points. France 8 points. Espagne 6 points. Espagne 6 points. Spain 6 points. Royaume-Uni 3 points. Royaume-Uni 3 points. United Kingdom 3 points. Belgique 12 points. 12 Punkte für Belgien. Belgium 12 points. Aus Griechenland. Aus Athen. Allemagne combien? 7 points. Germany 7 points. 7 Monaco, Punkte für Deutschland, also 73. Monaco 4 points. Monaco an dritter Stelle. Luxemburg an vierter Stelle im Moment. Luxemburg 1 point. Luxemburg 1 point. Israël 5 points. Israël 5 points. Israël 5 points. Et ceci termine les points attribués par le jury grec. Merci Athènes. Eh bien Israël mène toujours par 131 points, suivi de la Belgique. Jetzt sehe ich also Deutschland an vierter Stelle. Israël 131, Belgien 103, Frankreich 83, Deutschland 73. Hello Denmark, may I have your points please now? Hello, Paris, Copenhagen calling. Here are the results of the Danish jury. France, 8 points. France, 8 points. France, 8 points. Spain, 12 points. Spain, 12 points. L'Espagne, 12 points. Switzerland, 3 points. How many points? 3 points. 3 points? For Switzerland. 3 points pour la Suisse, Switzerland, 3 points. Netherlands, 5 points. Netherlands, 5 points. Les Pays-Bas, 5 points. Germany, 1 point. Germany, 1 point. Allemagne, 1 point. Dänemark hat nur 1 Punkt für Deutschland. Aber immerhin 74 Punkte. Monaco, 10 points. Monaco, 10 points. Greece, 4 points. Greece, 4 points. La Grèce, 4 points. Luxembourg, 7 points. Luxembourg, 7 points. Le Luxembourg, 7 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Israel, 6 points. Austria, 2 points. Austria, 2 points. L'Autriche, 2 points. And that completes the points of the Danish jury. Thank you very much. Tja, wie sieht es jetzt aus? 137 Punkte, also für Israel, für Belgien 103, für Frankreich 91, für Monaco 86, für Deutschland 74. Irlande, 10 points. Aus Luxemburg. Ireland, 10 points. Italie, 3 points. Italie, 3 points. Italie, 3 points. France, 1 point.
France, 1 point. France, 1 point. Espagne, 2 points. Espagne, 2 points. Spain, 2 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. Suisse, 8 points. Suisse, 8 points. Switzerland, 8 points. Belgique, 7 points. Belgique, 7 points. Also Belgium, 7 points. Pays-Bas, 6 points. Pays-Bas, 6 points. Netherlands, 6 points. Grèce, 4 points. Grèce, 4 points. Greece, 4 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Israël, 12 points. Et cela termine les points attribués par le jury luxembourgeois. Bonsoir Paris, bonsoir Léon. Merci infiniment Luxembourg. Merci infiniment. Israël, Belgien, Frankreich, Monaco. Alors, je vais appeler maintenant Israël. Hello Israël. Mit 74 points. Ich glaube, man kann schon jetzt sagen, schöner Erfolg für Irene Sheehan. France, 5 points. La France, 5 points. Spain, 6 points. Who? Spain, 6 points. Spain, 6 points. Thank you. L'Espagne, 6 points. United Kingdom, 2 points. United Kingdom, 2 points. Royaume-Uni, 2 points. Switzerland, 1 point. Switzerland, 1 point. La Suisse, 1 point. Belgium, 7 points. Belgium, 7 points. Belgique, 7 points. Netherlands, 12 points. Ja, man kann schon jetzt sagen, dass also Israel gewonnen hat. Denn auch wenn Österreich Germany, und Schweden je 12 Punkte an Belgien geben würden, wäre also Israel nicht mehr einzeln. Monaco, 8 points. Monaco, 8 points. Greece, 10 points. Greece, 10 points. La Grèce, 10 points. Denmark, 4 points. Denmark, 4 points. Le Danemark, 4 points. And that completes the voting of the Israeli jury. Thank you. Thank you very much. Raftodot Yerushalayim al-Shituch HaPeul. Die Reihenfolge unverändert. Israel vorne mit 149, Belgien 117, Frankreich 97, Monaco 94 und Deutschland 77 an 5. Stelle. Irlande, 6 points. Ireland, 6 points. Jetzt wird es also noch Österreich und anschließend noch Schweden. France, 12 points. France, 12 points. Espagne, 7 points. Espagne, 7 points. Spain, 7 points. Royaume-Uni, 5 points. Royaume-Uni, 5 points. United Kingdom, 5 points. Suisse, 10 points. Suisse, 10 points. Switzerland, 10 points. Belgique, 4 points. Belgique, 4 points. Belgium, 4 points. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Monaco, 1 point. Grèce, 3 points. Grèce, 3 points. Greece, 3 points. Danemark, 2 points. Danemark, 2 points. Denmark, 2 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. Israël, 8 points. 8 Punkte für Israel, also Israel weiterhin weit vorne mit 157 Merci, Punkten. Allerdings liegt Deutschland Merci, jetzt Israel, nach dieser Wertung an 6. Stelle. Points. La Belgique est derrière avec 121 points. Allô, la Suède, vous êtes les derniers à voter. Pourriez-vous me communiquer vos points, s'il vous plaît? Gruppe aus Israel. This is the result of the so, jetzt noch Stockholm Show. Ireland, 8 points. Ireland, 8 points. L'Irlande, 8 points. France, 10 points. France, 10 points. La France, 10 points. United Kingdom, 3 points. United Kingdom, 3 points. Le Royaume-Uni, 3 points. Belgium, 4 points. Belgium, 4 points. La Belgique, 4 points. Netherlands, 1 point. Netherlands, 1 point. Les Pays-Bas, 1 point. Germany, 7 points. Germany, 7 7 points. Punkte jetzt L'Allemagne, noch aus Schweden für Deutschland. Monaco, 12 points. Monaco, 12 points. Monaco, also hat Deutschland points. Jetzt 84, aber Irland hat 86. Points.
Greece, 2 points. La Grèce, 2 points. Luxembourg, 6 points. Luxembourg, 6 points. Le Luxembourg, 6 points. And Austria, 5 points. And Austria, 5 points. L'Autriche, 5 points. That's all from Stockholm, Sweden. Good night, Paris. Tack så mycket, Sverige. Eh bien, mesdames et messieurs, le concours est fini. C'est Israël qui gagne. Ja, meine Damen und Herren, das ist das Ende dieser Veranstaltung des Grand Prix de la Chanson. Israel hat gewonnen mit 157 Punkten. Gefolgt von Belgien, Frankreich, Monaco, Irland und Deutschland an sechster Stelle. Irene Scheer an sechster Stelle. Der Sieger steht fest, es ist der Beitrag aus Israel. A, B, Ne, B heißt das Lied. Das Lied wurde gesungen von Isra Cohen und den Alpha Beta Singers. Den Text schrieb Ehud Manor und die Musik Nurit Hirsch, diese junge Dame, die auch dirigiert hat. Sie sind natürlich überglücklich, kommen jetzt auf die Bühne, fahren natürlich erst wieder mit dem Fahrstuhl hoch. Vielleicht sollte ich inzwischen noch erwähnen, dass Irene Scheer, die Vertreterin Deutschlands, in diesem Jahr hervorragend abgeschnitten hat. Ich glaube, sie hat jetzt den Bann gebrochen, der Deutschland bisher immer im Mittelfeld oder darunter hielt. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Erfolg, auch ein persönlicher Erfolg für Irene Scheer. Herzlichen Glückwunsch aus Paris. Der 6. Platz für die Bundesrepublik. Wir wollen hoffen, dass die israelische Gruppe jetzt im letzten Moment nicht hier im Fahrstuhl stecken bleibt. Es ist alles so perfekt abgelaufen, was kaum zu erwarten war nach den etwas chaotischen Proben gestern und heute. Aber das ist ja meistens so, wenn die Generalprobe daneben geht, die Sendung wird gut. Bien voilà, le groupe Israël et le groupe Alpha Beta qui vont faire leur entrée. Je vais demander à M. Applaus jetzt für Israël Cohen, die Alpha Beta. Afin qu'il remette lui-même la médaille au vainqueur. À M. de Calbert-Matem, secrétaire général de l'UR, de se joindre à lui. Et à Marie-Myriam, qui a si brillamment défendu nos couleurs l'an dernier. Marie-Myriam, voilà. Die Siegerin des letzten Jahres in London, die Französin, die dort gewonnen hat, den Preis überreichen. Herzlich gratulieren. Sie tut das zusammen mit Jean-Louis Guillot. Er ist Président Directeur Général de la Télévision Française. Ein sehr großer Titel. Président Directeur Général de la Télévision Française. Und er gratuliert zunächst einmal dem siegreichen Texter und dem Komponisten. So, nun wollen wir auch hoffen, dass die auf die Bühne kommen. Merci pour eux. Le groupe est prêt, le voilà. Voilà, attention. Les voici. Ich erwähnte es, glaube ich, schon. Israel nimmt deshalb an diesem europäischen Chansonfestival teil, weil Israel ein Mitglied der Eurovision ist. Ein Land wie zum Beispiel Marokko ist auch Mitglied der Eurovision und könnte ohne weiteres ja, auch teilnehmen. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter aux gagnants une longue et brillante carrière enrichie de nombreuses. So, der Generaldirektor übergibt jetzt den Preis. Und gleich, meine Damen und Herren, werden wir das Siegerlied noch einmal hören. Das Siegerlied heißt Abba Nebe und es werden dann singen Isha Cohen und die Alpha Beta Singers. Ich möchte mich schon jetzt aus dem Palais de Congrès hier in Paris von Ihnen verabschieden. Ihnen in dieser späten Stunde eine gute Nacht wünschen. Das heißt, bei Ihnen in Deutschland ist es ja noch gar nicht so spät. Wir haben hier eine Stunde weiter. Und ich sollte vielleicht sagen, bis zum nächsten Jahr in Jerusalem. And now you'll hear the Israeli group once again. We beg to leave. Thank you very much. Merci.
wie wir machen.